Moin moin Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Specs und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem top aktuellen Guns of Boom Video. Denn wie ihr hier schon sehen könnt, in knapp 13 Sekunden ist es soweit. Dann wird es das neue, ich denke mal, Sturmgewehr Sonnenglut geben. Da gab es ja diesen Trailer, das sah ja eher aus wie ein Sturmgewehr als wie ein Granatwerfer oder so. Wobei das irgendwelche explosiven Dinger hatte und jetzt gucken wir mal, ob das jetzt hier schon erscheint. Und zack, es erscheint nicht. Gut, dann ist es jetzt doch hier erschienen. Dann sind wir jetzt hier mal direkt im Jahrmarkt drin. Da ich jetzt einen kostenlosen Spin habe, kann man auf jeden Fall mal drehen, denke ich. Bevor wir uns die Waffe anschauen. Und dann werden wir sie natürlich austesten in zwei Runden. Hier bin ich jetzt noch auf meinem Zweit-Account, Specs81. Und da habe ich jetzt auch nicht ganz so viele Credits, aber ein bisschen drehen kann man ja einfach mal so aus Spaß. Ich drehe dann auch gleich, nachdem ich die erste Testrunde gespielt habe und wenn ich auf meinen zweiten Account wechsle, werde ich dort auch nochmal an dem Jahrmarkt drehen. Hier konnten wir jetzt nichts bekommen, aber das ist wie gesagt eigentlich halb so wild, nicht ganz so schlimm. Ach ja, hier haben wir auch noch den zweiten Jahrmarkt, da kann ich auch nochmal dran drehen. Zack. Und dann schauen wir uns jetzt wie gesagt einmal... sehr nice. Okay, mehr brauche ich hier auch nicht drehen. Jetzt schauen wir uns einmal die Waffe an. Und zwar hier Sturmgewehre. Wo ist das Teil? Da, Sonnenglut. Jetzt hier einmal die Features. Distanzkampf. Der Schaden wird über große Distanzen höher. Also ähnlich wie die Juggernaut zum Beispiel. Da ist das genauso. Und die zweite Funktion oder das zweite Feature. Explosivmunition. Schüsse verursachen Gebietsschaden. Ah, das heißt, das ist ja das, was man im Trailer sehen konnte, dass es so leicht explosive Geschosse hat. Ich sage jetzt mal ähnlich wie ein Raketenwerfer, wenn man so minimal neben den Gegner schießt, explodiert das halt dementsprechend und macht einen gewissen Flächenschaden, wenn man jetzt eben neben den Gegner trifft. Wollen wir auf jeden Fall gleich mal ausprobieren. Ich würde sagen, ich schaue mal hier eine Runde Werbung und dann können wir das Teil mal in der ersten Runde gleich auschecken. So, jetzt habe ich einmal Werbung geschaut und kann die Waffe jetzt in einer Runde testen. Hier auf meinem zweiten Account, Level 35 bin ich da glaube ich mittlerweile. Und wie ihr hier sehen könnt, ist sie auf Maximalstufe verbessert. Let's go! Okay, hier können wir uns das Teil schon einmal angucken. Jetzt sind wir noch in der Aufwärmphase. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz interessant aus und wackelt ordentlich wie so ein, Hai hin und her. Und... Boah, da muss ich direkt leiser machen. Das ist ja mal übertrieben laut. Oh, das Visier habe ich hier auch schon mal ausgecheckt. Sieht auf jeden Fall ganz geil aus. Jetzt gucken wir mal. Oh, shit. Da war doch schon einer. Komm her. Batz, batz, batz. Alter, ich habe das Gefühl, dass sie jetzt alle mit dieser Waffe spielen, weil sie die alle testen. Ahnt ihr das? Jeder, der rennt damit rum. Richtig krank. Richtig durch. Okay, er jetzt nicht, aber ich höre diese Waffe jetzt gerade überall, weil sie genau das gleiche machen wie ich. Aber auf jeden Fall bis jetzt ist das Ding schon ganz schön heftig. Wie OP das letzten Endes sein wird, wird man sehen, wenn das jetzt im weiteren Verlauf des Spiels besser sichtbar wird oder besser spürbar wird. Boah, fuck it. Wo ist einer? Alter, so übertrieben, ne? Jetzt so ein Gemetze, wie sie ja alle mit dieser Waffe rumrennen. Ja, aber erster Eindruck ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Jetzt habe ich nicht so ganz auf den Schaden geachtet. Das muss ich gleich nochmal machen. Aber bis eben war sie schon ziemlich heftig. 460 Körper und Kopftreffer. Oh, ich glaube, hier gibt es keine Headshots. Scheiße, ich habe Jäger der Nacht Kopfbedeckung mit für erhöhten Kopfschussschaden. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es hier keinen Headshot-Schaden. Ne, egal wie hoch ich ziele, es gibt keinen Headshot-Schaden. Krass. Boah, Alter, was für ein Massaker hier, ne? Also schon eine sehr interessante Waffe, aber wie gesagt, man muss echt gucken, ob die dann OP ist, letzten Endes im Spiel, oder eben halt, ob das sich jetzt noch einigermaßen in Grenzen hält. Also die wird garantiert sehr stark sein im Vergleich zu Odin oder Glühwurm, aber ob sie viel besser ist, das bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Und ob ich sie mir jetzt holen werde auf dem Jahrmarkt, kann ich noch nicht sagen. Also ich werde nicht alle meine Credits ausgeben, um auf Krampf versuchen, sie mir möglichst weit zu upgraden. Allerhöchstens vielleicht, um sie irgendwie freizuschalten, so ein bisschen zu upgraden. Und ja, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Das Umwandeln der Credits ist auf jeden Fall eine gute Sache in Schlachtmünzen. Nur ich weiß halt nicht, was der Umwechslungskurs ist. Ich glaube, ich muss da nochmal versuchen, den Guns of Boom Support anzuschreiben, ob die mir das verraten. Hey, das war meiner. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm. Komm, 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 komm. Alter. Was geht denn hier ab? Also, wie gesagt, ich muss den Guns of Boom Support nochmal fragen, ob die mir den Umrechnungskurs verraten, damit ich besser weiß, ob sich das lohnt oder nicht. Ansonsten würde ich die Idee nehmen, die auch letztens ein Zuschauer bei mir in die Kommentarsektion geschrieben hat. Man kann sich die Waffen ja auch soweit freischalten über den Jahrmarkt, dass man sie immerhin schon mal hat. Und dann, wenn sie später an Schlachtkisten kommen, sie upgraden. Das wäre natürlich auch keine schlechte Idee, habe ich da auch geschrieben gehabt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher.
Ich werde es mir noch überlegen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Also ein bisschen. Also ich werde auf jeden Fall mehrfach am Tag drehen, aber ob ich jetzt wirklich nur dreimal oder so am Tag drehe oder ob ich jetzt wirklich 5, 6, 7 Mal drehe, da bin ich mir eben noch nicht ganz sicher. Aber es ist jetzt schon ein ganz schön heftiges Teil. Nur so richtig abrasieren kann ich jetzt hier noch nicht. Abrasieren, auch ein geiles Wort. Nee, aber so richtig rasieren kann ich jetzt hier noch nicht, einfach aus dem Grund, weil so viele Leute, wie hier schon checkt, genau diese Waffe jetzt natürlich alle ausprobieren. Wie die Bescheuerten. Alter Verwalter, alle ballern sie hier mit rum. Aber interessant, auf jeden Fall. Und dann bin ich gleich mal gespannt, wenn ich auf meinem Level 50 Hauptaccount mit dieser Waffenrunde spiele, wie viele dann schon diese Waffe gerade am Testen sind. Ob das auch so massiv ist wie hier jetzt gerade. Sind wir mal gespannt. Oh, da schießt einer auf mich. Aber das schaffe ich nicht mehr. Nein, keine Chance. So, von rechts höre ich schon wieder übelst viel die Schüsse von dieser Waffe. Alter Verwalter. Geht doch, mir ist nochmal ein Kill gemacht. Scheiße, das hat nicht gereicht. Yo, komm her, Baby. Scheiße, Alter, er hat mich mit der Sunny noch geholt im Nahkampf, wo ich diese neue Waffe habe. Respekt, nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Aber der fehlende Kopfschussschaden, der verwirrt mich noch etwas. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber das sind halt explosive Geschosse, da zählt scheinbar der Kopfschuss nicht. Ich weiß gar nicht, wie das bei Wurfmessern ist und beim Granatwerfer. Ob da ein Kopfschuss möglich ist? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, mit einem Messer ja, aber mit einem Granatwerfer glaube ich nicht. Schreibt mir das sonst mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst und euch da sicher seid. Alter. Wie sie ausrasten. Ja, gleich hat... Ja, jetzt hat der eine Typ auch schon gewonnen. 21 Kills hat er gemacht. Ich habe 15 Kills gemacht. Aber erster Eindruck ist auf jeden Fall sehr interessant und jetzt noch nicht zu krass OP. Wobei ich das aber auch schwer einschätzen kann, weil jetzt eben so viele andere auch diese Waffe in dieser Runde hatten. Deswegen würde ich sagen, ich wechsle nochmal den Account und dann probieren wir uns gleich nochmal in der zweiten Runde gegen Level 50 Gegner. So Freunde, hier sind wir jetzt in meinem Hauptaccount und was ich vergessen habe, euch vorhin nochmal zu zeigen, das sind ja die Woche 2 Prüfungen, es gab ja einmal hier Woche 1, die habe ich alle erfüllt, bis auf gib 1000 Marken auf dem Jahrmarkt aus, denn das steht so nicht mit dabei, das muss man an einem Tag machen, das resettet sich alle 24 Stunden und ich wollte ja nicht so viele Credits ausgeben auf dem Jahrmarkt und die neuen Prüfungen kann man hier irgendwie den Vertrag noch nicht kaufen, das wird bestimmt jetzt ganz bald kommen. Zumindest jetzt in diesem Moment noch nicht. Und hier sind die Aufträge. Ich scroll die einmal so durch. Dann könnt ihr euch das einmal angucken, wenn ihr möchtet. Ich muss die jetzt nicht alle vorlesen. Und den Vertrag werde ich mir auf jeden Fall gönnen, damit ich da noch möglichst viele Eventmarken rauskriege. Ich glaube, 500 Gold kostet der, wenn ich mich nicht täusche. Handgemenge waren ja, glaube ich, 250. Und auch hier drehen wir nochmal kurz an dem Jahrmarkt, bevor ich einmal Werbung schaue, damit ich die Waffe auf Maximalstufe einmal testen kann. Hier in dem Falle ist das jetzt mal richtig nice für mich, weil ich habe die Gepaarthose schon auf Maximalstufe und dafür bekomme ich 100 Eventmarken, da ich sonst 100 Teile für die Beine bekommen hätte. Das ist jetzt auf jeden Fall sehr gut für mich. Dann drehen wir gleich noch ein zweites Mal. Okay. Und ein drittes Mal geht noch. Dreimal habe ich eigentlich immer gedreht hier. Warum nicht? Ich habe ja eh 100 Marken bekommen. Ich habe des Öfteren hier Marken bekommen durch doppelte Gepard-Hosenteile. Ah, sehr schön. Noch eine Boostmünze kann ich auch gebrauchen. Und dann gehen wir jetzt hier nochmal auf den etwas interessanteren Jahrmarkt. Ach, schade, ja. Das wäre es jetzt gewesen, ne? Gleich 200 Teile. Das hätte geschmeckt. Aber das soll nicht so sein. Jetzt probieren wir es nochmal. Yeah, meine ersten 5 Teile für Sonnenglut. Juhu, sind ja nur noch 1000 und danach muss ich sie upgraden. Stimmt, das kann ich auch gleich nochmal schauen, bevor ich Werbung gucke. Gucken wir gleich nochmal zusammen, wie teuer es ist, diese Waffe zu upgraden. Das ist natürlich auch nochmal interessant. Ich tippe mal so irgendwas zwischen 1500 und wenn sie es übertreiben, 2500 Waffenteile. So, okay. Ich gehe jetzt erstmal zurück. Hat sich nur bedingt gelohnt, aber das ist ja jetzt erstmal Lachs. Ich habe ein paar Marken auch bekommen. Und jetzt schauen wir nochmal, verbessern. 1000 kostet ihr, dann einmal 500 fürs erste und 1000 fürs zweite. Okay, 1500 finde ich in Ordnung. Man bekommt aber auch auf dem Jahrmarkt nur, wie man ja hier sehen kann, maximal 200 Teile und nicht irgendwie 300 oder irgendwas anderes höheres. Und ich schaue jetzt eben nochmal kurz eine Runde Werbung für euch und dann testen wir das Ding direkt gleich in der nächsten Runde gegen Level 50 Gegner. Gut, dann sind wir jetzt hier wieder auf all... So, wir sind jetzt hier wieder auf der gleichen Map wie eben gelandet, auf der Asian oder Asia Fusion, wie auch immer die heißt.
und testen das Ding nochmal eine zweite Runde aus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele hier diese Waffe spielen. Holy shit, das sieht schon mal nicht gut aus. Oh, das wäre jetzt so ein geiler Wurfmesser-Kill gewesen, ne? Quer über die halbe Map. Aber es hat leider nicht gereicht vom Schaden her. So, jetzt laut dem Killfeed sehe ich noch nicht ganz so krass viele. Ich hoffe, die ersten haben sich da erstmal beruhigt und die Waffe schon mal getestet und müssen jetzt 7 Stunden warten. Ich baller jetzt hier mal rein. Double Kill, sehr gut. Schade, das wäre noch meiner geworden. Ah, fuck, gesnipert von hinten mit Barracuda. Wie ein warmer Bruder. So, den haben wir. Oh, der wird mich ficken. Boah, sehr geil. Wurfmesser-Action, Easter. Komm her, Freundchen. Ah. Was geht ab? Oh, der war nicht schlecht. Das muss ich mir echt lassen. In letzter Sekunde hat er mich noch gesniped. Ein Schuss mehr, glaube ich, und dann hätte ich ihn ziemlich sicher bekommen. Aber hier hält sich das jetzt zum Glück in Grenzen. Wahrscheinlich haben sie jetzt alle schon die Waffe getestet und so viele sind hier nicht mehr unterwegs. Aber die erste Runde war zu heftig, ne? Wie viele diese Waffe gespielt haben. Und also bis jetzt fühle ich mich nicht total im Vorteil mit dieser Waffe, muss ich ehrlich sagen, hier gegen Level 50 Gegner. Wenn ich jetzt nicht reden und 110% konzentriert wäre, wäre ich bestimmt noch etwas besser. Aber es geht. Also ich weiß nicht, mit Odin komme ich besser klar, sagen wir mal so, ne? So, komm her, du Sniper-Sohn. Ah, was geht ab? Oh, nices Ding, ey. Der war nicht schlecht. Nö, aber wie gesagt, mit Odin reiße ich dann noch deutlich mehr, wenn ich damit spiele. Weiß nicht, ob ich die jetzt so überkrass geil finde in dem ersten Moment. Also hier merke ich das dann doch deutlich besser, als wie gegen niedrigere Gegner. Schreibt mir sonst gerne mal eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr die schon getestet haben solltet. Ob ihr sie als OP empfunden habt oder als gar nicht so krass, wie ich das jetzt hier in der zweiten Runde zumindest finde. Würde mich mal interessieren, was ihr darüber denkt. So, der musste jetzt eben kurz sein. Ah, der hatte auch die Waffe. Vielleicht aber auch von mir aufgehoben, als ich gestorben bin. Nee, also, ich glaube nicht, dass ich sie mir jetzt unbedingt auf Krampf freischalten und upgraden muss während des Jahrmarkts, weil das einfach manipuliert ist. Ich glaube, ich warte, bis sie in Schlachtkisten kommt. Vielleicht wird sie bis dahin ja nochmal geupdatet, vielleicht stärker gemacht, anders gemacht. Vielleicht gibt es dann Kopfschussschaden oder irgendwas anderes. Muss ich mal abwarten. Also so richtig krass ist das ja hier noch nicht. Guck mal, ich bin 7. Alter, das ist ja richtig schlecht. So, den hat er davon gemessert. Schade, fast hätte ich noch mit dem Wurfmesser bekommen. Ja, auch hier habe ich jetzt Jäger der Nacht ausgerüstet gehabt noch, weil ich das die ganze Zeit im Event so gespielt habe. Das heißt, es ist nicht ganz so schlau, weil es hier einfach keinen Kopfschussschaden gibt. Ich hätte lieber irgendwas, was Leben regeneriert oder so nehmen sollen. Das wäre dann doch deutlich intelligenter gewesen. Aber soweit habe ich nicht gedacht. Oh, schade, das wäre so schön gewesen. Dieser Wurfmesser-Hit, das wäre aber kein Kill geworden. Jetzt habe ich ein bisschen aufgeholt, jetzt bin ich 5., aber nee. Also ich werde hier wirklich nicht selten 1. mit meiner Odin, wenn ich hier spiele. Und ich glaube auch nicht unbedingt, wenn ich jetzt damit krass üben würde, dass ich so viel besser spielen würde mit dieser Waffe. Also sicherlich besser als jetzt, aber weiß nicht. So überkrass finde ich die jetzt irgendwie nicht. Also ist auch schon relativ bald vorbei. Der erste hat schon 18 Kills, ich habe erst 11. Komm, 12, na bitte. Boah, ich sehe ja mal gar nichts in dem Moment, wo er nachlädt. Ah, schade, den hätte ich sonst wahrscheinlich noch bekommen. Aber wie ihr hier sehen könnt, ich bin 5. geworden. So richtig krass war das jetzt wirklich nicht. Ich kann nochmal gucken, mein Kampfverlauf, wie habe ich zuletzt gespielt. Hier 21 Kills, 18, 20, 20, 11, da habe ich richtig verkackt. 18, 20, 21, 20, also ihr seht, ich bin sonst im Durchschnitt wirklich deutlich besser, bis auf diese eine Runde hier, wo ich verkackt habe. Also meine Meinung, ist bestimmt eine gute Waffe, wenn man sie richtig einzusetzen weiß und die Vorteile und Nachteile wirklich ein bisschen besser rauskristallisieren kann und dann mehr weiß, wie man damit umzugehen hat. Aber richtig krass OP erscheint es mir jetzt ehrlich gesagt nicht, vor allen Dingen, wenn ich hier gegen Level 50 Gegner spiele. Schreibt mir sehr gern, wie gesagt, mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Habt ihr sie schon getestet? Wollt ihr sie euch freischalten? Und denkt ihr, sie ist OP oder nicht? Das ist natürlich die Frage der Fragen. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin bei diesem Waffentest. Hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao, ciao.